Lalala, so. Hallo. Es fängt ja super an. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Laber-Video in Minecraft rumlatschen und euch irgendwelchen komischen Scheiß erzählen. Ja, das geht immer gut. Ja. Worum geht es heute? Heute geht es quasi um eine kleine Entschuldigung, ja. Es tut mir leid, aber ich werde ein Filterpack rausbringen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt erstmal sehr dramatisch, vor allem weil ich derjenige bin, der immer sagt, ja, der Motion Packs und das ganze andere Zeug, das ist doch so, nein, das ist doch so total Mainstream, lasst das doch und so. Ja, ich bin's immer. Und das kennt ihr auch. Und ich höre auch nicht auf, das zu sagen. Gut, warum mache ich das dann? Ja? Ja, die Sache ist halt die. Ich bin jetzt mit der Schule fertig. Ich habe mein Abitur. Lege allerdings jetzt ein Wartesemester ein. Denn, ja. Damit ich halt endlich studieren kann. Beziehungsweise, ja, sie haben mich halt nicht genommen. Zuerst. Deswegen muss ich jetzt warten. So. Ja, ich lege ein Wartesemester ein, das heißt, ich habe jetzt ein halbes Jahr quasi frei. Allerdings ist es so, dass meine Eltern natürlich sagen, komm, such dir einen Job. Und da habe ich mir so gedacht, es ist ja schön und gut, wenn ich einen Job habe. Allerdings kann ich dann YouTube weniger betreiben. Und ich will euch nicht verlieren, ich will euch meine Videos nicht vorenthalten. Es sind zwar immer relativ wenig Aufrufe im Verhältnis, ne, zu diversem Zeug, und zu meinen Abonnenten meine ich natürlich, aber das ist jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall will ich euch trotzdem noch die Videos bieten und deswegen muss ich eine Möglichkeit suchen, wie ich an Geld komme. Klingt immer so böse. Es ist halt die Sache, ich verlange für meine Intros kein Geld. Natürlich gibt es mittlerweile die Möglichkeit zu spenden. Allerdings macht das natürlich nicht jeder, denn nicht jeder hat Geld, nicht jeder hat das Bedürfnis dazu, quasi zu spenden. Ja, so. Und um das auszugleichen, beziehungsweise um euch weiterhin kostenlose Intros liefern zu können, habe ich mich dazu entschieden, ein Filterpack zu kreieren und dieses zu verkaufen. Und in diesem Filterpack, das habe ich alle, darauf habe ich allerdings geachtet, ich habe mich natürlich gefragt, was kann ich verkaufen, was relativ gut ankommt. Das klingt hier so komisch. Du bist frei, mein lieber Hase. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ja. Okay, ja, genau, deswegen habe ich mich mir überlegt, was kann ich machen, was sich gut verkauft, was ich gut verkaufen kann, was allerdings nicht so dermaßen Mainstream ist. Dann habe ich mir gedacht, mit Motion Packs oder so muss jeder. Also die Hauptbearbeitung, also das Haupterstellen quasi, das Erstellen der Animation und des Konzepts, da sollte ich nicht eingreifen, denn das ist das wirklich Kreative quasi an einem Intro. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein Filterpaket, mit dem man künstlerische Effekte auf sowohl Bilder als auch ja, hier Videos bringen kann. Das erspart einem vielleicht mitunter ein bisschen die Nachbearbeitung. Und man kann dann auch Blender zur allgemeinen Bearbeitung von anderen Videos verwenden. Also, ja. Und das allerdings so gestaltet, dass die Filter nicht das normale Zeug sind, von wegen hier, wie sagt man,
Also nicht das normale Zeug wie Sepia, Schwarz-Weiß, was auch immer, sondern dass es schon ein bisschen spezieller ist. Ich habe bei jedem Filter versucht, das Ganze so gut wie möglich an das jeweilige Bild quasi anzupassen. Das heißt, die Filter verändern sich mit dem Bild. So ist es dann natürlich entstanden, dass ich, das habt ihr auf YouTube vielleicht schon gesehen, in den vorherigen Videos. Da gibt es jetzt zum Beispiel den Toon-Filter, den Old-Photo-Filter und zum Beispiel den Broken-Screen-Filter. Und diese, die geben einen quasi einen künstlerischen Effekt dazu. Man kann die natürlich auch frei einstellen. Und das finde ich jetzt nicht so schlimm. Natürlich verstößt es einen gewissen mein Prinzip gegen meine Prinzipien. Und ich fühle mich auch teilweise richtig schlecht deswegen. Aber ihr müsst meine Situation sehen und es ist schwer. Es ist schwer, das anders handzuhaben. Deswegen habe ich mich für diesen Weg entschieden. Ich werde natürlich immer noch weiterhin Intros machen, deswegen mache ich das ja. Es wird natürlich auch weiterhin noch Tutorials geben, genau. Ach, das habe ich doch gerade schon erwähnt. Das habe ich doch gerade schon erwähnt, dass ich dann im Gegenzug dessen auch Tutorials hochladen will. Habe ich das erwähnt? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall. Ja. Wäre es das zumindest von meiner Seite aus? Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Es tut mir leid, aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr spendet mehr oder ich verkaufe Sachen. Ich glaube, Fanartikel würden sich noch nicht so gut verkaufen, da ich nicht viele Fans habe. Eine Webserie, keine Ahnung, wie man sich zuvor bei Vessel anschaut. Falls jemand diese Videoplattform kennt, dann muss man jeden Monat eintragen und dann kriegt man die Videos einen Monat vorher oder eine Woche, ja, sowas in der Richtung. Und da bezahlt man dann auch, ja. Könnte eine Möglichkeit sein, aber ich mache halt nicht so viel in diesem Entertainment-Bereich. Deswegen eignet es sich nicht wirklich. Und ja. Ich schaue, dass ich irgendwann mal noch Zeit finde, ein Binding of Zombie rauszuhauen. Aber ich kann nichts versprechen, denn ja, ich habe viel zu tun. Ich habe viel zu tun und deswegen braucht das Ganze ein bisschen, bis ich damit anfangen kann. Nun ja, auf jeden Fall, das war's von meiner Seite aus. Bleibt mir treu, gebt einen Daumen nach oben oder auch nicht. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare auf jeden Fall, das würde mich stark interessieren. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Hau raus, euer Mr. Roland. Ciao.